Eine Option ist eine Möglichkeit oder ein Recht zu kaufen oder ein Recht zu verkaufen. Ich kann mir das Recht einräumen lassen, etwas zu kaufen, oder ich kann mir das Recht einräumen lassen, etwas zu verkaufen. Kurz einwirken lassen, bitte. Ja, kurz einwirken lassen, bitte. Sonst kommen wir nachher in Verwirrungszustände. Das ist die Grundeinteilung. Ein Recht, etwas zu kaufen und ein Recht, etwas zu verkaufen. Das ist ganz wichtig. Dieses Recht zu kaufen nennen wir eine Kaufoption. Das Recht zu kaufen nennen wir eine Kaufoption. Und das Recht zu verkaufen nennen wir eine Verkaufsoption. Nur jetzt haben wir ein Problem. Die deutsche Sprache produziert ziemlich lange Worte. Schauen Sie mal, Verkaufsoption. Die englische Sprache hat sehr viel kürzere Begriffe. Und da zum Beispiel in der Wirtschaftspresse der Platz für eine Schlagzeile begrenzt ist, ist das eine Dynamik, warum wir so viele englische Fachausdrücke haben. Das heißt, wir sollten an der Stelle auch die entsprechenden englischen Fachausdrücke, genau. Eine Kaufoption ist nämlich ein Call, Call, wie Ruf, ne, ein Call. Und eine Verkaufsoption ist ein Put. Na, und warum reite ich hier so drauf rum im Moment? Nun, Sie können eine Kaufoption kaufen und Sie können eine Kaufoption verkaufen. Sie können eine Verkaufsoption kaufen und Sie können eine Verkaufsoption verkaufen. Und wenn Sie sich nicht klar machen, wo Sie in der ersten Strukturierung sind, nämlich bei der Strukturzahl 2, landen Sie auf der Ebene tiefer in Verwirrung, wenn Sie sich das nicht klar machen. Dass es um Kaufoptionen geht und um Verkaufsoptionen. Das sind zunächst mal zwei unterschiedliche Dinge. Und dass man beide kaufen und verkaufen kann. Ja, wo es einen Käufer gibt, muss es einen Verkäufer geben. Also ich kann eine Kaufoption kaufen, dann muss es jemanden geben, der mir diese Kaufoption verkauft. Und ich kann das gleiche Spiel mit einer Verkaufsoption machen. Das ist aber ein anderer Deal. Und das muss uns klar sein. Das heißt, die nächste Ebene, müssen wir jetzt nicht machen, wäre dann jeweils Kauf und Verkauf. Aber wir sind eine Ebene tiefer. Das heißt, hier ist Visualisierung wieder der Schlüssel, Visualisierung der Hierarchie und der Struktur, um hier nicht in Verwirrung zu kommen. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.